Meiner Meinung nach ist in Bezug auf Tierrechte ein ganz großes Problem, dass in der Gesellschaft ist nach wie vor das weit verbreitete Bewusstsein vorhanden, dass Tiere dazu da sind, von uns genutzt zu werden, von uns aufgegessen zu werden, Milch zu produzieren, Eier zu produzieren etc. Die Gesetze sind nicht ausreichend, das ist das zweite Feld, das muss man ganz klar sagen. Wir haben ein absolutes Zweiklassenrecht. Die Heimtiere werden bei uns rein gesetzestechnisch deutlich besser behandelt als die Tiere in der Landwirtschaft. Da gibt es einen Widerspruch in der Gesellschaft. Hunde und Katzen und Hamster werden sehr geliebt, für die wird sehr viel Geld auch ausgegeben inzwischen. Und gleichzeitig isst man also Tiere, die wirklich ganz schlecht gehalten werden. Und ich denke, hier muss man was tun. Also alle Tierversuche, die durchgeführt werden, sind unnötig und überflüssig und ethisch nicht vertretbar. Und sie schaden den Menschen mehr, als dass sie nutzen. Wir haben in Deutschland jährlich etwa 3 Millionen Tiere, die in Tierversuchen getötet werden. Das ist nur die offizielle Statistik. Wenn man hier noch einrechnet, dass zum Beispiel Tiere auf Vorrat gehalten werden, allein dann kommen wir auf etwa 8 Millionen Tiere allein in Deutschland. Verbraucherverhalten ist einfach nur beschränkt. Der Gesetzgeber ist gefragt und die Lobbygruppen sind sehr stark. Und da muss sich der Gesetzgeber, die Abgeordneten wehren. Und wir brauchen mehr gesellschaftlichen Druck in Richtung, wie werden Tiere gehalten. Das ist ganz, ganz wichtig, auch, ich sag mal, Empathie zu entwickeln für Tiere. Wir müssen uns eben gewahr sein, dass es Mut braucht, in Deutschland Gesetze zu vollziehen. Es ist tatsächlich so, und darüber wird viel zu wenig geredet. Wir hatten jetzt ja gerade vor einigen Wochen den entsetzlichen Fall, dass ein Kollege erschossen wurde. Wir haben hier in Hessen die Situation, dass Kollegen immer wieder tätlich angegriffen werden. Wir hatten auch schon Mordversuche. Und gerade diese Menschen müssen dann gestützt werden. Umfragen zeigen auch immer wieder, dass der Großteil der Bevölkerung keine Tierversuche möchte. Jetzt ist die Politik am Zug, hier endlich mal zu handeln und auch Versprechungen wahrzumachen und das System Tierversuche endlich auslaufen zu lassen. Denn wir brauchen eine moderne Medizin und Forschung, die nicht nur Tieren vor einem grausamen Labortod bewahrt, sondern auch uns Menschen.